Okay, vielleicht sehen das andere anders, aber ich finde, müssen wir notgedrungen das hier auch umbauen. Weil es sieht einfach schäbig aus, wenn das hier weiß ist und auf der anderen Seite nicht. Das sieht dann so zusammengewürfelt aus und zusammengewürfelt ist aber kacke. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Huh. Und kacke ist kacke. Liebe Kinder, sagt nicht so häufig kacke, aber in dem Fall ist das kacke. Ja, hier machen wir einfach mal die Steine rein. Ich mache das jetzt aus gutem Grund nicht hell, weil ich wissen will, wie hell der Tunnel hier ist. Und ob ich vielleicht noch irgendwo Glowstone oder Fackeln anbringen muss. Weil hier soll nichts drin spawnen. Wenn möglich. Oh, ich befürchte, dass wir hier das Wasser niedriger machen müssen. Dass wir hier Sand drauf packen. So dass es hier nicht mehr durchtropft. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich eins hasse, ist das, wenn das irgendwo durchtropft. La 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 la. Oh, kommt überall wieder Sand rein. Ne, lass mich doch hier hin. Schön da reinpacken. Löcher stopfen. Wie die alten Unterhosen von Opa. Da werden die Löcher auch gestopft. Ah. Alles schön reinstopfen. Passt. So. Wunderschön. Jetzt sollte es eigentlich auch nicht mehr tropfen. Sehr gut. Okay. Wir waren hierbei mit den weißen Steinen. Was passiert denn, wenn wir das so machen? Ist alles halt immer sehr experimentierfreudig. Aber dafür heißt es ja auch Kreativwelt und nicht, ich plane die Welt und baue sie dann auf. Man kann man natürlich auch machen. Gibt da ja genug Maps, die wunderschöne Welten aufbauen. Aber das sind dann meistens auch riesige Trupps, die diese Welten bauen und die benutzen auch mehr Möglichkeiten bzw. mehr Tools. Ich habe mir mal ein Let's Play angeguckt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Da haben die viel mit Copy-Paste gearbeitet. Ist ja auch im Prinzip viel einfacher. Sind wir mal ehrlich. Weil so wie ich das hier mache, ist das ja, eigentlich eine Lebensaufgabe. Aber die bauen dann auch größere Sachen. Nicht so kleine Fuddeldinger, wie ich die hier baue. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Und da steckt dann auch ein bisschen mehr Arbeit drin. In der Zeit, wo ich hier jetzt an dieser Welt baue, da haben die ganze Landstriche bebaut. Nee, ich lass die Kreaturen bitte da hinten in Ruhe. So. Ich hoffe, ihr lebt noch alle.
Ja. Du bist ja am Rummeckern. Ich glaube nicht, dass die schon einen geholt haben, verdammt. Ja gut, die kann ich wieder neu bevölkern. Das Dorf Lee kann ich ja neu bevölkern. Irgendwie gefällt mir das noch nicht, dass das hier so früh nach oben geht. Aber ich habe auch sonst keine Idee, wie wir das sonst machen können. Dann muss es hier so passieren. Das muss. Was nicht muss, ist das hier. Das muss alles weg. So, man kann das hier so von Hand machen. Kann man tun. Aber ich mache das immer anders. Ja, genau so. Richtig schön mit TNT. Oldschool TNT. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, Alter, nicht mit TNT. Das geht doch in die Hose. Und wisst ihr was? Das ist das Schöne daran, ne? Man muss einfach nur wissen, wie man es macht. So, können wir den Stein hier wieder hinpacken? Und dann haben wir das erstmal weg. Zumindest die groben Züge davon haben wir weg. Wir müssen ja schauen, dass es irgendwie nach was aussieht. Auch ohne diese Spinne hier drin. Hopp. So, wie machen wir das denn jetzt hier drinne? Den können wir so machen. Naja. Ja, noch ein Stück Stein. Machen wir dazu. Sieht das aus? Oh. Kann man wohl so lassen. Müssen wir uns gleich nur eben kurz die andere Seite anschauen. Dass die auch ein bisschen weißen Stein kriegt. Okay. So. Na komm schon. Tipp. Ist natürlich so ein bisschen Frickelarbeit manchmal. Huch. Frickelarbeit, die man dann auch mal kaputt macht. Ah, nehmen wir den noch mit. Oh, dann können wir das alles hier aushöhlen. Und links und rechts dran packen. Ja, ganz kurz schauen, wie wir das hier machen. Muss jetzt zumindest ähnlich aussehen. Das war ein davon entfernt. Machen wir das hier mal weg. Gegebenenfalls müssen wir das einen nach da drüben schieben. Eins, zwei, so. Genau so. Obwohl, das kann sogar, glaube ich, so bleiben. Das wäre dann hier 1, 2, so. So. Der kommt weg. Der kommt weg. Okay, das müssen wir einfach schieben. Da brauchen wir erstmal die braune Wolle. Netherrack. Na, so nicht. Okay. Ja, von der Seite so. So. Der kommt da weg, der kommt da hin. Okay. Dann haben wir die Fackel da weg.
Dann brauchen wir wieder die Stufen. Hat er sonst noch irgendwas dran gehabt? Hm. Achso. Na. Hier kommt weg. Nein. So rum. Bisschen Frickelarbeit gerade. Da ich ja schon so ein bisschen müde bin, muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Was sich auch auf die Moderation niederschlägt. So. Nehmen wir das hier wieder weg. Und dann kommt hier der Stein hin. 1, 2, 3. Na. Seite genauso. Oh, guck mal. Da müssen wir uns vielleicht jedenfalls was einfallen lassen. Nee, da. Ja, wie kommt hier dann der Glowstone hin? Der. Schauen wir, wie das gleich von außen aussieht. Als wenn es so muss. Oh, da muss ich wieder anzünden. Der ist fertig. Hier kommen noch die Schrägen drin. Jetzt fast gerade Kurve gesagt. Ne, gerade Kurve? Was für eine gerade Kurve? Deine Mutter ist eine gerade Kurve. Oh. Können wir den eigentlich auch wegnehmen? Okay, hier füllen wir das wieder aus. Ja, was höre ich das? Viel Gefrickel und Gedünsel. Aber, das ist wie im wahren Leben. Wer es schön haben will, muss was tun. Und das geht ja noch relativ schnell. Man kann sich da auch richtig viele Gedanken drum machen. Ich ja gerade schon erzählt habe, dass die Leute da ja auch richtig mit Planung rangehen und Sachen monatelang planen. Das ist der Wahnsinn, was manche sich dafür Arbeit machen. Ich glaube, die Fackel sollten wir noch einen rübersetzen. Ja. So. Oh. Ich glaube, das sieht besser aus. So. Müssen wir noch anzünden? Wo haben wir denn hier das Feuerzeug? Feuerzeug, wo bist du? Ich kipp da gleich Lava rüber. Kriegt man eigentlich Nizarek mit Lava an? Ich glaube nicht. Da ist halt Feuerzeug. Ja, so. Okay. Müssen wir das hier natürlich noch schön machen. Oh. Pff. Nee, soll es nicht ausgehen. Das war nicht die Idee. Wir hätten natürlich auch hier oben die Glowstone reinmachen können. Wäre natürlich auch gegangen. Ja, ja. So. Dann haben wir hier einmal Schwert und Fackel. Und dann sieht das auch einigermaßen gleich mit dem hier aus. Dann fällt das hier nicht mehr so ganz aus dem Rahmen. Dass man das irgendwann ja überhaupt nicht zusammen.
Meine, wir hätten es auch einfach da drüben so lassen können. Und sagen können, es ist ein Neubaugebiet. Deswegen sieht das jetzt hier anders aus. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich ein Neubaugebiet irgendwo in einer alten Stadt packen würde, würde ich entweder die ganze alte Stadt umbauen. Oder die Neubauten anpassen. Aber da gibt es ja auch hier bei uns, wo ich wohne, genug Potenzial, wo man sagen kann, okay, wer hat dem Architekten gesagt, dass er so ein Gebäude hier pflanzen darf in der Altstadt, die ungefähr so viel gemein haben wie, ja, weiß ich nicht, passt halt nicht. Vor allem wird dann von der Stadt aus gesagt, ja, warum, da muss doch in das Stadtbild passen. Ich frage mich, ob die sich ihre Entwürfe auch mal angucken. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die bauen einfach irgendwo weiter hin, damit sie Geld ausgeben können. Oder weil sie Geld gesponsert kriegen oder was weiß ich. Oder weil sie Geld überhaben, was sie ausgeben müssen. So nach dem Motto, wir müssen jetzt unbedingt noch 1 Million Euro ausgeben, sonst kriegen wir nächstes Jahr weniger. Wenn die sehen, dass wir damit hinkommen. Traue ich denen auch zu. Aber vielleicht ist das die Wirtschaft, die wir brauchen. Man weiß natürlich. So. Dann haben wir diesen Gang. Bis auf den Boden. Wo jetzt noch Koppel reinkommt. Mache ich nochmal eben schnell. Ja, ja, meh. Und mich auch. Na, Schaf. Das rennt, das olle Schaf, das rennt immer direkt zu dem Loch hin. Ich glaube, da kann eine ganz gerade Fläche sein und ein Loch. Das Schaf rennt zum Loch. Unglaublich. Ja. Machen wir alles zu, alles mit. Okidoki. Der Bau, so ist der Bau. Meine kleine Umfrage an alle, die dieses Let's Play, Show Play, Kreativwelt, Show Play gucken. Sind die 20 Minuten lang genug oder möchte lieber halbe Stunde haben, weil es nur einmal die Woche kommt? Wäre mal schön zu wissen, ob ihr längere Folgen sehen möchtet. So, jetzt haben wir das soweit hier fertig. Da draußen rennt schon wieder ein Zombie rum. Das ist unglaublich. Ich muss erstmal den Dorfbewohner in Ruhe lassen. Vollidiot. Du auch, Rob. Ich glaube, ich stelle hier gleich einen Golem hin. Das wär's eigentlich. Wisst ihr, wie man Golem selber baut? Ich zeige euch das. Für alle, die es nicht wissen. Da geht ihr hin, nehmt euch, wenn ihr sie findet. Wo sind sie denn? Hä? Bin ich blind oder was? Da. Blöcke, Eisenblöcke. Stellt die so auf. Nehmt ihr euch Kürbitze.
Hä? Wo sind die denn? Da, ne, da. Köpitze. Packt da Köpitze drauf. Und dann habt ihr hier ein paar Golems, die auf die Siedler aufpassen, wenn es mal Nacht wird. Oh, packen wir noch zwei, drei dazu wieder. Oh, früher oder später kriegen die dann sowieso noch ein Feld hier hin. Aber da sind wir ja noch nicht bei. Wir sind jetzt momentan hier bei. Ja. Und damit haben wir dann den Weg hierdurch fertig. Sieht eigentlich die Seite hier auch so aus? Nö. Aber das geht auch nicht wegen dem Berg. Da müsste man das denn hier alles ein weiter reinpacken. Das heißt, das fährt dann auch weg und nee, das lassen wir so. So wie es ist, ist es gut. Man könnte das hier vielleicht noch ein bisschen vergrößern, indem man sagt, so. Ja, machen wir das so. Machen wir das einfach mal so. Bräuchte ich auch noch ein paar grüne. Genau. Genau. Treppen. Machen wir das so? Ja, das sieht nicht aus. So können wir das machen. Hier packen wir noch ein paar grüne rein. Hier packen wir auch noch ein paar grüne rein. Hm. Das Wasser will nicht so, wie ich will. Moment. Das Wasser will so, wie ich will. Na komm. Stell dich nicht so an. Jetzt so, dass du hier runterfließt. Alter, geht doch. Ja. Können wir den hier nochmal wegpacken? Können wir auch nochmal so einen hinmachen? Ja, den machen wir hier weg. Ne, so. So? Eigentlich nicht. Irgendwie sieht das schäbig aus. Klingt ein bisschen wie von City Skylines. Hm. Das sieht aber auch kacke aus, so. Wo haben wir denn... mal den hier. Den mal weg. Ja. Der kommt auch weg. Und hier... machen wir das so. So kann man das lassen. Ist zwar nicht optimal gelöst, weil ich noch nicht weiß, wie man da jetzt hochkommen soll. Oh, das ist mal so. Jo, keine Ahnung. Muss man ja auch irgendwie hochkommen. Nee. Sieht irgendwie kacke aus. So, machen wir erstmal zu. So, ihn dahin.
Den machen wir mal weg hier. Joa, so kann man das wohl machen. Kann man hier noch hingehen zum Spazieren gehen? Gehst du mit mir spazieren? Aber natürlich, Schatz. Warum denn auch nicht? Aber nicht da, wo es hässlich ist. Ach, Schatz. Stell dich doch nicht so an. Oh Gott. Okay. Ja, dann haben wir das soweit fertig. Dann werde ich jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Damit ich die Sachen noch rendern kann. Und wie gesagt, ihr könnt ja einfach mal Ideen schreiben, was man ändern kann, was man noch bauen kann. Wie wir zum Beispiel den Eingangsbereich fertig machen können. Und ich werde dann versuchen, das mit einfließen zu lassen. Aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Es ist ein Anfang. Nun gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt mir ja, wie gesagt, einen Kommentar da lassen. Ein Däumchen wäre auch okay. Und gegebenenfalls teilt ihr meine Videos, wenn sie euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Kreativwelt mit mir, dem Drehwerk. Bis denne. Ciao. Bis nächste Woche. Sonntag.